hat Milliarden gekostet. Es darf nicht verrotten. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Guten Tag. Hier die telefonischen Nachrichten vom Freitag, den 17. November 2000. Die zweite 10-jährige Revision von Block 2 verfolgt weiter mit der Reinigung des Lagerungsbeckens vom Druckbehälter. Die begegneten Zufälle bei der Bearbeitung auf inneren Schraubeneinrichtungen, erste Einschreitung diesem Tipp auf dem französischen Park, haben 2 Monate Verspätung auf der Dauer des Stillstandes erzeugt. Parallel dieser Bearbeitungen die Vorbereitung der nächsten wichtigen Etappe, der Kontrolltest des Reaktorgebäudeumwandlung, der nächste stattfinden soll. Dieser gesetzliche Test, der alle 10 Jahre stattfindet, besteht den Reaktorgebäude unter 4-mal den Luftdruck beanspruchen, um die Dichtigkeit des Gebäudes nachzuprüfen, sowie der Widerstand des Betons. Betriebinspektionsmaschine. Betriebinspektionsmaschine. Außerdem Erneuerung des Brennstoffes, die Durchführung der gesetzlichen Kontrollen an diesem Stadium des Lebens, diesem Block, und auch unter Beachtungsarbeiten für die Zukunft vorzunehmen. Dieser Ruhestand erlaubt ebenfalls gewisse Änderungen vorzunehmen, für die technischen Charakteristiken der Anlage zu verbessern und die letzten Entwicklungen im Bereich Sicherheit zu treffen. Betriebinspektionsmaschine. 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 Block 1 steht mit voller Leistung dem Netz zur Verfügung, um den Kunden den notwendigen Strom zu liefern. Das Informationszentrum ist von Montag bis Freitag von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Besichtigungen des Werkes werden für angemeldete Gruppen organisiert. Der Kontrolltest. Betriebinspektionsmaschine. 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 Andererseits können Sie die ganze Aktualität des Werkes und die Informationen über ÖDF auf dem Netz finden bei www.edf.fr. Vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören.